Moin moin und herzlich willkommen. Wir sind dabei, ins nächste Zeitalter vorzudringen bei Humankind in der Victor Open Dev. Wir haben uns schon in der letzten Folge alle angeguckt und ich glaube, ich würde gerne diese Mukhalt auswählen. Pay your Stone Mason Spell. Okay, wir haben nämlich dann plus 2% Industrie pro Territorium in dem Einflussbereich und kriegen das in unsere Hauptstadt. Das wäre San Lorenzo. Ich schaue gerade mal, wir haben ja aktuell 171 und ich möchte die mal auswählen. Und außerdem eine ja, berittene Einheit. Dafür brauchen wir aber, ja, es sieht aus wie Gunpowder oder sowas. Also, ja. Ich werde die mal auswählen, die Mughale. Dann schauen wir mal, was aus den 171 in der nächsten Runde wird. Wir haben eh so unglaublich viel Einfluss. Ja, denke, das ist sinnvoller. Hier wollten wir diese verschwinden lassen. Oh. Die können wir jetzt zur fränkischen Miliz upgraden. Holla die Waldfee. Alles klar. Huch. Die kommt mit und dann. Wie mache ich das? Ah, hier! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja krass. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Drei Milizen. Was haben wir denn noch hier? Hier ist unsere fränkische Miliz. Naja, hier wurde gerade erst erstellt. Dann habe ich hier noch. Dann werde ich die vier einfach auch mal upgraden. Ah, uns fehlt jetzt das Gold. Okay, nee, nee, nee. Ihr bleibt mal hier. Genau. Das lassen wir auch so. Und hier werde ich weiter das Gebiet der Maya erforschen. Na, tut ja nicht weh, hier einmal runter zu segeln. Das könnte ihr auch die fränkische Miliz, alles klar. Ja, ich denke, hier werden wir. Achso. Das ist die Beschreibung für Endturn. Geography, Cartography, Algebra, Optics, Astronomy. It's a time of discovery and exploration. But discoveries are not made solely by traders and adventurers. Those who explore with ships and caravans would go in circles without those who explore with pens and parchment. Ja, wir haben das nächste Zeitalter erreicht. Ich werde mal eben nachschauen, was das für ein Volk ist, was wir gewählt haben. Das sagt mir nämlich so jetzt nichts. Das Mogulenreich, okay. Was sind wir denn hier? San Lorenzo, das Mogulenreich, okay. Auf dem indischen Kontinent waren die zugange, alles klar. So, wir haben außerdem ein neues Civic, die wir wählen können. Könnten noch Sklaven nehmen. Religion, okay. Nee. Und bei den Ungläubigen könnten wir. Ja, ich glaube, ich werde einfach mal die Inquisition starten. So. Wir haben jetzt nicht mehr diese Einflusssachen. Industry, das können wir all money and science production to industry in the city. Okay, wir sind jetzt Builder. Oh mein Gott. 277. Das ist krass. Zivilisationsbonus 106. Industrie. Wow. Hier zählt das nicht mit rein, oder? Nee. Das ist natürlich krank.
Haben jetzt auch hier unseren Jama Masjid. Cool, das gefällt mir. Wo ist denn unsere einzigartige Einheit? Ah, wir können hier auch noch... Ja, komm, Industry Mode hier. Damit wird das noch schneller fertig. Dann, wo ist unsere Einheit? Wir haben hier die Chivalry. Wahrscheinlich dauert das ewig. Naja, hier ist Salpeter. Das brauchen wir dafür. Dann kriegen wir Akebusen. Da. Bei den Siege Cannons. Alles klar. Ich werde trotzdem mal bei der Forschung da bleiben, wo wir sind. Und City in Industry Mode. Ach, die anderen können wir da auch reinstecken. Dann würde unsere Wissenschaft aber gerade mal den Bach runtergehen. Ach komm. Das ist unsere Fähigkeit. Mache ich das mal. Aurelianus auch Industry Mode. Hier auch. Aha. Hier auch, da auch. Dann ist Ankerwatt sehr schnell fertig. 8560 Einfluss. Wow. Das ist krass. Ist jetzt jede Stadt schon? Ne, Laventa muss noch. San Lorenzo ist schon. Und diese Stadt. Genauso wie Sus. Ja. Dann war das, glaube ich, okay. So, hier war die Frage. Dort sind wir fertig. Dann werde ich mal das hier mit anschließen. Mhm. Das klingt gut. Wie ist das hier? Da sind wir auch fertig. Dann kommt das jetzt zu dieser Stadt dazu. Ja. Haben wir noch Außenposten, die was bauen? Da oben, die beiden, ja. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die doch mit an die anderen Städte an. Ach, das geht gar nicht. Okay, wieso nicht? Schade. Alles klar. Dann unsere Armeen. Wir haben unsere fränkische Miliz. Sehr gut. Die frage ich mich. Oh ja, die können wir immer noch upgraden zur fränkischen Miliz. Zack. 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 So, da sind unsere Scouts. Fantastisch. Boah, die Reichweite ist auch super. Ups. Ihr vier reitet hier dann auch in Richtung Nemossos. Unsere nächste Armee ist hier. Da holen wir mal alle raus. Alles klar, und die Kogge wird dahin fahren. Ah, die kann dann auch. Wo wird denn angegriffen? Ach, hier. Ah, hier werden wir angegriffen. Wir kämpfen hier gegen vier Citizens. Na ja, gut, dann retreaten wir. Drops, okay. Ja, aber ich glaube, das war klüger. Wir können die Einheiten zwar nicht upgraden, aber... Ich denke, unsere Miliz wird da helfen. Dann haben wir hier noch die Kogge. Oh ja, die hat jetzt sehr viel mehr Bewegungspunkte. Hier wollte ich mal schauen. Da scheint noch eine freie Stadt zu sein. Und hier in Feistorf können wir auch übersetzen.
So, dann beenden wir die Runde. Wir haben ein paar Pferde verkauft. Dann ist diese Stadt hier fertig. So, Unknown Strategic Resource, das klingt doch schon mal gut. Wir könnten hier bei den Steinringen helfen. Machen wir es mal. Dann sind die nächste Runde fertig. Oh yes, das gefällt mir jetzt. Können wir hier noch mit dazu reiten? Nee. Achso, das sind ja auch gar nicht unsere Reiter. Hier die drei. Ihr könnt damit kämpfen. 126. Da werde ich mal warten. Und den Kampf geben wir aber ein. Ah ja, da flüchten sie. Sehr schön. Oh, hier ist Salpeter. Sehr gut, das gehört uns schon. Ist sonst noch irgendwo Salpeter? Nee. Ah doch, hier. Fantastisch. Alles klar. Dann haben wir hier unsere Kogge. Mhm. Dann haben wir hier die fränkische Miliz. Oh ja. Da können wir angreifen. Oh, das gefällt mir. Mit den Truppen schon deutlich besser. Ah, wenn ich das schneller mache, dann... Okay. Interessant. Okay, die sind dahin geflüchtet. Wir können die ja verfolgen. Denke ich. Unsere Scouts gehen dort mal an Land. Und dann geht's weiter. Aurelianus hat Bevölkerung verloren. San Lorenzo hat Bevölkerung gewonnen. In Sus haben wir nichts mehr zu tun. Alles klar. Dann würde ich sagen, ja, doch, wir bauen hier auch mal eine heilige Stätte. Wo ist die Frage? Das haben wir doch gar nicht entdeckt, die Felder dort. Dann werde ich einfach mal hier auswählen. Und in Sus. Könnten hier unser einzigartiges Viertel bauen. Da muss man gucken. Industry per Maker's Quarter. Okay, wo wären denn Maker's Quarter hier gut in der Stadt? Da wäre ein gutes. Haben wir hier schon Maker's Quarter? Completed. Nee. Was ist das? Market? Research. Da ist ein Maker's Quarter, okay. Farmer's Quarter, alles klar. Das wird ja alles nicht von uns gebaut. Dann würde ich sagen, ist hier doch ganz gut. Werde ich das mal in Auftrag geben. So, ich sehe gerade, wir haben ein leichtes Defizit, was die Einnahmen angeht. Ich würde gerne hier den Handel von Luxusressourcen vorstellen. I have a proposal for you. Your proposition is advantageous. Lan importieren, aber ich werde jetzt mal auf unser Einkommen achten. Ich hoffe, sie kauft mir ein bisschen was ab. Dann, ich denke, es liegt auch an dem Modus, den wir gewählt haben, dass wir ganz viel Produktion haben. Das heißt, das werden wir dann auch bald mal ausmachen. Wir haben das große blaue Loch gefunden. +1 Nahrung, sehr schön.
das erste Mal von den Mayern defendierst, ein Außenposten. Den könnten wir tatsächlich ja auch mal hier ein bisschen beeinflussen. Ich gehe mal auf plus 10 die Runde. Und vielleicht wäre das doch auch ein ganz guter Siedlungsbereich für uns. Dann haben wir hier einen Kampf, den wir nicht gewinnen würden. Die Frage ist, der Armee kommen wir da nicht hin. Aber so sieht das doch schon ganz gut aus. Und hier können wir jetzt dort angreifen. Dann werde ich mal schnell das Battle confirm. Ah ne, sie hauen schon wieder ab. Alles klar. Hier ist die Frage, greifen wir dort an? Ich weiß nicht, ob die dann als Nachschub reinkommen können. Sieht nämlich so aus. Dann ist ein bisschen schwierig. Ich weiß gerade auch gar nicht, können wir hier vielleicht noch eine Miliz rekrutieren? 878 Gold, nee. Und es wird auch so nicht lange dauern. Vielleicht können wir das hier vorziehen. Zwei Runden. Ja, machen wir das mal. Und ich glaube, die Forschung ist auch bald soweit. 73 Runden. Ach, unsere ganze Forschung ist ein Arsch. Eieiei, dieser Produktionsmodus war vielleicht. Naja. Etwas blind, würde ich sagen. So, hier bleibt man dort. Und dann gibt es die nächste Aktion. Ein neues Wunder kann geclaimed werden, weil wir an Angkor Wat fertig gebaut haben. Schauen wir mal. Machu Picchu. Auch ein wirklich sehr schöner Ort, war ich auch schon mal selbst. St. Basils Kathedrale, die habe ich auch schon gesehen. Topkapi Palace. Embracing Principle of Imperial Seclusion, including Secret Passages, the Palace of Fort Sultan Great Privacy. Die Produktion für Shared Projects. Das heißt, es würde dabei helfen, weitere Wunder zu bauen. Ich glaube, das gehe ich mal an. Claim this wonder. Dann schauen wir mal. San Lorenzo baut mir mal das Wunder. Topkapi Palast. Vielleicht mal hier in diese Richtung. Genau. Ich würde das hier mal bauen. Ja. Okay. Dann haben wir Five Idle Cities. Komm, wir helfen hier mal. In Laventa. In Reacher 2 helfen wir auch, damit das alles mal ganz schnell vorangeht. Three Idle Cities. Du hilfst auch dabei. Elsner ebenso. Mocha kann auch helfen. Dann haben wir ein Battle. Ein Runner. Okay. Ja, gut für ein Battle, würde ich sagen. Keep up the pace. Keep up the pace. Deployment. That can't be done. Er zieht sich zurück. Forward. Ach. Aha. No path. Ach, wir können hier gar nicht angreifen. Alter, ernsthaft. Round. Huh. Das ist ja blöd. Wo ist denn seine Flagge oder so? Gehen wir da hin? Ne, da können wir auch nicht hin. Och nö, das ist ja. So macht das ja keinen Spaß.
Ja gut, dann geh mal hier auf Automatic Battle, end your turn. Achso, das ist the battle will continue next turn. Okay, na gut. Dann fangen wir mal hier wieder ans seichte Wasser. Die werden jetzt so langsam beeinflusst von uns. Komm, wir gehen nochmal auf 20 hoch. Ups. Sind wir bei 22. Let's do it. Alles klar. Dann haben wir hier die Armee. Boah, angeblich verlieren wir das. Ja, weil das natürlich eine sehr schwache Armee ist. Aber wir können hier reinkommen. ...433, ja, das klingt doch gut. Zack. Ah, sie flüchten schon wieder, meine Güte. Das ist ja mit dem Flüchten schwierig. In every sense of the question. Mhm. Kommen wir da noch ran? Nee. Jetzt sind unsere Bewegungen gesperrt. Dann, naja, reiten wir hier mal die Insel entlang. Mhm. Hier gibt es ein paar Pferde. Beenden die Runde. Es gibt Urgent Affairs. Set banging history. With cultural influence sky high, the Empire loves nothing more than a good story. And now a great one has come to light. Sadly, it begins with the death of one of the Empire's most beloved statesmen and influential figure in Hui Jatsu. Apparently reliable sources in the city swear that this lord died after running into his bedchamber's doorframe while chasing a half-dressed foreign ambassador. Lord Sun, who's inherited his father's mantle, is begging that you silence the truth. And promote a story that he died while hunting a great beast. Okay, wir können jetzt... können jetzt lügen. Oder die Wahrheit. Ich denke, wir werden nicht lügen. So, you won the battle at Nikavi. Your population's war support. Okay, alles klar. Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Wir helfen mal beim Topkapi Palace. Und so, was ist das jetzt hier? Ich sehe das gar nicht richtig. 433, was ist mit dieser Armee? Ah, die kann ja auch noch reinkommen. Dann machen wir das doch mal. Von Idle City. Aurelians. Ah, genau, hier hatten wir. Da haben wir eine Siegerung, sehr schön. Gegen wen haben wir denn da gekämpft? Ah, diesen Runner. Alles klar. Cool. Habt ihr noch Bewegungspunkte? Ja. Dann werde ich gleich mal hier einen Mossos belagern. Und hier helfen wir mal beim Open Top. Kapi-Palast. So, die Kogge. Die fährt weiter. Dann haben wir hier das Schiff. Sieht aus mit Garama. Alles gut. Da warten wir mal die Runde. Hier reiten wir weiter. Sieht doch sehr schön aus. Ja, hier ist einfach nur eine leere Insel. Was würde denn Außenposten hier kosten? 184, 777. Ich meine, wir könnten... Aber wir bekommen ja Phaistos. Ich denke, ein Außenposten hier wäre gar nicht mal schlecht. Also wir bekommen es nicht, aber... Langfristig, das ist der Plan. 98, 78, 77, 85. Vielleicht nehme ich hier die 77. Das wird ja verschwinden und dann können wir es einnehmen. Was
So zumindest mein Plan. Und hier, ja. Ich denke, wir nehmen mal dieses große Battle. You have reserves, which means that units are still undeployed. Reserves are automatically created if all the tiles on your side of the battlefield are already taken. Or if an army joins the battle of the confirmation phase. Okay, er hat 3 mal Reinforcements. Okay, wir probieren es einfach mal aus. So. Alles klar. Ach, wir haben hier gar nicht so viel Platz. You can see all of the undeployed units inside the associated armies. Not select the reserve army. With a unit of this army will be automatically done. Select a free tile. Okay. Weiß noch nicht, wie das mit den Reinforcements ist. Understood. Wieso sind denn jetzt nur 2 Einheiten in Battle? Ja, wir werden mal das beenden. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe hier ein bisschen was falsch gemacht. We can't do that now. Forward. Ah ja, das sieht doch schon besser aus. Dann können wir hier hin. Schauen wir, kann ich da noch hin? Da. Oh mein Gott, das ist wirklich nicht das einfachste System, muss ich sagen. So, jetzt können wir so angreifen. Da können wir rüberrennen. Sehr schön. Mit der Einheit können wir noch attackieren. Krass. Die haben wir ja richtig platt. Die kann noch einmal komplett da rumreiten. Hat das dann mal meine Reinforcements? Nee, das ist zu weit weg. Können wir die Runde beenden? Okay. Wo ist denn der Flag? Okay, da kommen noch neue Einheiten rein. Hier ist auch noch eine Einheit. Okay, krass. Hier geht's ja ordentlich ab. So. Dann würde ich sagen, wählen wir erstmal unsere Bogenschützen. We don't see a way to do that.
Die können wir überrennen. Dann werde ich die dort überrennen. Zack, zack, zack. Zack. Ist hier oben noch was am Leben? Nö. Krass, okay. Ja. Die Einheit ist vielleicht tot? Weiß ich nicht. Naja, geht das in so Bogenkämpfer. Und hier auch die friedliche Miliz. Aber der kriegt die nicht tot. Aha. Ja, dann Bogenschützen. Achso, das ist gar nicht unklar, ne? Sehr cool. So, dann haben wir, glaube ich, alle Einheiten getötet, ne? Ja. 6 Einheiten, 12 Einheiten hat er verloren. Sehr schön. Hier nochmal angreifen. Machen wir Instant Battle. Sehr schön. Das gibt uns auch einen Militärstern. Und dann sieht das doch ganz gut aus. Wollt ihr vielleicht. How do you do? In every sense of the question. Na gut. So, ich frage mich nämlich jetzt. Haben wir hier noch Bewegung? Nee. Nicht, da auch nicht. Was kann ich jetzt hier machen? Wenn ich Assault wähle, was passiert dann? So, the assault is launched. We are now in the siege battle mode. Siege weapons you've constructed are now available unless you didn't construct any. A besieger, you are considered the attacker. To win, capture the flag. Linking tile or destroy all the opponent's units. Okay. Ja, machen wir. Dann. Das sieht, glaube ich, okay aus. Wie kriegen wir das denn? Ah, wir brauchen Siege Weapons. Okay. Jetzt verstehe ich das. Ah ja. Okay, ja, dann wird das ja schwierig. Deswegen passiert da nichts. Okay, wir brauchen Siege Weapons. Um die Palisaden zu killen. Ja. Okay, das war ja interessant auf jeden Fall schon mal. Das heißt, hier in Aurelianus. Haben wir denn schon Siege Weapons? Nee. Das heißt, das müsste ich dann mal. Ah ja, da, die Ballista. Kommt. Okay, dann beenden wir mal die Runde. Wir haben Population gewonnen. Und so weiter. Die Stadt hat aber, glaube ich, keine Befestigung. Vielleicht können wir dahin reiten. Ich will hier eigentlich das Battle gar nicht mehr aufrechterhalten. Wie kann ich das denn machen? Muss doch irgendwie gehen. Ja, guck mal, einfach Automatic Battle. Es passiert natürlich nichts.
Ja. Kann ich das nicht abbrechen? Hm. Naja. Gut, hier haben wir den Außenposten kreiert. Sehr schön. Dann ist die Frage, ob wir hier auch noch wieder irgendwo hinkommen. Wahrscheinlich nicht. Na gut, dann... Ihr seid supplied, das heißt, ihr heilt euch. Das ist gut. Huch. Hier haben wir die Kogge. Dann haben wir hier unsere Quadriremen. Die schaffen es da rüber. Sehr gut. Ihr seid auch supplied. You have now a veteran unit. Okay. Indicate each level adds a combat strength bonus. Ah ja, when upgrading the unit, the veterancy level remains. Fantastisch. Das war ja auch noch eine Frage, die ich hatte. Aber man kann auch für Gold heilen. Okay. Ja. Ich würde sagen, hier station at this position until all units in the army are healed. Genau. Mit euch wollte ich das auch machen. Und mit dieser Truppe wollte ich mal nach Haojing reiten. Und das belagern, genau. Fences. Da weiß ich nicht. Das klingt aber nicht so, als ob das reicht, um uns zu halten. Wenn wir Instant Battle Resolution wählen, ja. Oh, Victory. Uns gehört die Stadt. On the siege at Haojing, your populations. Ah, ja. Okay, weil die keine Palisaden hatten. Mhm. Culture's Heritage. The capture of the great city of Haojing was a proud day for your empire. Marching through its gates, however, it was clear the defeated citizens were equally proud of their own colorful culture. What do you make of their own custom and rights? Okay. Monoculturalism. Without unity we will only sow division. Plus 5 turns before being converted by other influence. Oder Multiculturalism. Ah ja, das können wir auch gleich enden. Ja, ich denke Multiculturalism passt. Wählen wir das mal. Und ja, dadurch haben wir Haojing. Ist das jetzt einfach nur ein Außenposten? Nee, das ist schon noch eine Stadt, oder? Ja. Gib mir mal... Vielleicht können wir das nächste Runde erst einstellen. Die Teutonen wurden ausgewählt. Wir haben den nächsten Ästhetenstern. Rebellion will occur if you don't raise its stability in Haojing. Okay. Population loss in Laventa. Benefits from its proximity to other... Osmose. Mhm. Was bedeutet das? The territory is under the influence of a civic special population. Asks their leader to adapt to this foreign. Aha. Nee. Wenn jetzt hier nicht Engländer, das ist ja Quatsch. Lost the siege and most of your population. Mhm. Okay. Evoke and enact. You will not spend civic point and your ideological proximity with English will increase. Defy this one, interference at a stability cost. Ja, das machen wir, glaube ich. Oh, Stabilität ist ja wirklich grauenvoll. Wir können ja auch nichts bauen, ne? Na gut. Dann würde ich sagen, werden die in der Stadt stationiert. Und warten eine Runde. Die sind schon geheilt. Ja, ich brauche Siege Weapons. Wo ist denn hier meine andere Armee? Hallo?
Aber die haben doch jetzt nicht meine Armee zerstört. Das kann doch nicht sein. So, mit den Quadrireben. Wenn wir hier mal weiterfahren. Kogge, ja. Vielleicht fahren wir da hin und gehen dann darüber. Dann beenden wir die Runde. Ich frag mich. Ach, da ist meine Armee. Okay, okay. Nee. Hä? Wieder ein Osmosis Event. Ah. Dort sind die, okay. Na gut. Supplied, aber retreating, genau. Okay. Dann. Amber. Okay. Ja, ich möchte auf jeden Fall hier die Stadt. Das kriegen wir nächste Runde hin. Oder? Können wir jetzt schon? Ah, nee, das können wir jetzt schon. Bam. Dann. Das hier ist unclaimed, ne? Ja. Wir gehen mal auf City Growth. Und ich hätte hier gerne auch mal eine Miliz. 10 Runden brauchen wir dafür. Ja, wir haben diese Goldprobleme. Kann ich diesen Modus jetzt mal ausschalten? Ah ja, sehr gut. Ja, das sollte ich in jeder Stadt machen. Ist jetzt doch nicht so toll, muss ich sagen. War aber auch vielleicht übertrieben, in jeder Stadt diesen Modus einzuschalten. Aber das sind ja Sachen, die man dann lernt. Deswegen schalte ich es jetzt mal überall aus. Also das wird zwar dazu führen, dass wir für den Tukapi-Palast ein bisschen länger brauchen. Aber naja. Dann noch 3 Städte. Moche, Moejazu und Not Active. Osmosis. Ja, das habe ich verstanden. So, ich habe die letzte Stadt gefunden. Dann werden wir auch mal den Industriemodus rausmachen. Dann ist auch unser Einkommen wieder in Ordnung. Und unsere Wissenschaft. Wir haben 2 Armeen, die noch bewegt werden müssen. Das ist einmal diese Armee in Haojing. Ah ja, hier können wir jetzt... Nee, können wir noch nicht. Moved from Monster. Okay, deswegen, weil die Stabilität zu gering ist. Defiant. Ja, schwierig. Aber kriegen wir schon hin. Hier wird es hier mal ins Wasser. Und der Bereich ist hier jetzt frei geworden. Diese Armee kann sich mal ausheilen. Und dann gehen wir in die nächste Runde. Haojing hat Bevölkerung bekommen und wir haben Siege Tactics endlich. Und dann würde ich sagen, ist das ein guter Moment, um die Folge zu beenden. Wir könnten jetzt hier... Na, wieso ist das denn? Sieht ein bisschen anders aus. Achso, wir sind completed. Hamlet, ja. Könnten jetzt hier scheinbar eine Balliste ausbilden oder nicht? Ja, ich werde das mal überprüfen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Euer Flo. Ciao.